So, das ist wohl nach meiner Meinung eine der gefährlichsten Arbeiten mit dem Frontlader. Und das sind große, dicke Stämme mit der Zange aufnehmen, verladen, was ich ja mache für das Sägewerk. Und hier sind so ein paar schöne Juwelen. Ich hoffe mal, dass ich die Mitte treffe. Die haben so circa fürs Gefühl über 2 Tonnen Gewicht das Stück. Ja, Glückstreffer einigermaßen. Also ich kann euch sagen, die Reifen sind platt vorne. Gut, der Traktor, der hebt das, der ist groß genug. Ich habe noch einen dicken Auslegemulch hinten dran als Gewicht. Das gute Stück wiegt auch ungefähr 1,5 Tonnen. Und jetzt habe ich das Gegengewicht hinten dran, um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren. Aber ihr seht schon, wenn das aufschaukelt, dann hat der Traktor richtig wenig zu erzählen. Das ist wie ein Riesenpendel da vorne und dann hast du die Kiste ruckzuck auf der Seite liegen. Aber sachte macht's, keine schnelle Kurven. Und dann sieht es eigentlich alles schon ganz gut aus. So, mal schräg den Hang hoch hier. Das wird interessant. Wenn ich den Stamm nachher loslasse, dann müsst ihr mal sehen, wie der Traktor hüpft. Der springt wirklich, naja, gefühlt einen Meter in der Luft. Macht er zwar nicht ganz, aber er hüpft schon mal ganz schön hoch. Schön, sagte die ganze Kiste. So, weiter oben drauf will ich nicht haben, weil da komme ich nicht mehr gut dran, wenn ich ihn da ablege. Ich lege die immer so in Dreierreihen ab, damit ich die, wenn ich die dann poltere, was ist ja mehr oder weniger jetzt, oh, da liegt noch ein Balken im Weg, das wird auch nichts. Müssen wir rüberrücken. Ah, schon interessant die Brumme hier. So, ein bisschen ausrichten. So. Und dann zu viel gedreht. Also kriegst du auch nicht gebremst, die Gewichte. So. Achtung. Und hoppa. Das sah jetzt ganz kontrolliert aus. Weil ich probiere das natürlich auch kontrolliert zu machen und nicht den Schlepper da in die Luft springen zu lassen. So, jetzt kommt der dickste Brummer. Wo der gebracht wurde, hat der gute Mann gemeint, der wiegt 2,4 Tonnen. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Und ich jetzt nicht anecken mit meinem ganzen Zeug. Schauen wir mal, ob das was wird oder nicht. Ich hoffe es, das ist ein Problem. Mitte abschätzen, weil so viel umgreifen will ich das gute Stück auch nicht. Ja. Na, ne, bisschen Rücken noch, das wird nichts. Ich kann mich immer ein bisschen orientieren, da wo der andere angefasst hat. Aber das muss auch nicht heißen, dass das gut ist oder schlecht ist. So, Stück vorne noch, das ist immer so russisches Roulette hier, ob man es trifft oder nicht. Ganz gut aus. So, mit Hange zu. Probieren wir die ganze Sache mal. Oh, oh. Augenmaß, Jungs. Augenmaß. So. Wollen wir einen dicken Brummer mal ablegen hier. Erstmal aus der Wiese raus. Oh, da ruhig noch ein bisschen mehr Gewicht. Am nächsten können wir den neuen Pflanzenbaum nicht umlegen. So, jetzt kommt der große Witz. Jetzt müssen wir erst ablegen und dann rumfahren und neu angreifen, damit wir auch mit dem dicken Ende zuerst aufs Sägegatter kriegen. So. Jetzt probieren wir das mal mit dem Ablegen hier. Upsi, die Schaukelei geht schon los. So, wieder ganz vorsichtig und sachte. Wir wollen nämlich in der Luft fliegen. So. Und dann fahren wir eine Runde drumherum und holen uns das gute Stück von der anderen Seite. Und dann haben wir mit dem dicken Ende genau richtig liegen. Und dann können wir nämlich gleich mit dem dicken Ende zuerst aufs Sägegatter packen. Weil ich jetzt schon umlegen muss vorher,
kann ich mir auch gleich die Arbeit nach uns richtig machen. So, vielleicht ein paar Worte zum Traktor. Das ist ein John Deere 145R mit Frontlader. Der hebt laut Büchern 2,5 Tonnen. Der gute Frontlader im Real Life hebt er deutlich mehr. Aber sonst hätten wir nämlich heute schon ein Problem gehabt. So, wieder andocken, das Ganze. Die Blindangeln hier, so. Sieht gut aus. Mal gucken, ob ich jetzt wieder das Augenmaß getroffen habe oder ob es jetzt. Skills. Der Arsch hat sich gerade ein bisschen hochgehoben. Aber eh nochmal so. So. Oh, die Arme reiben. Mal gucken. Also das sollte man nicht machen, wenn man voll bei der Sache ist, weil die Maschine echt ganz schnell ruckzuck auf der Seite. So schnell könnt ihr gar nicht gucken, wie das Ding auf der Kacke liegt. Und wenn sich das aufschaukelt, ablassen, hinlegen, das richtet sich nämlich nicht unterwegs. Das wird nur schlimmer. So, ein bisschen anschieben das Ganze. So, sieht gut aus. Und dann sachte ablassen. Naja, ausnahmsweise. Nicht so gut. Muss ich nachfassen, mal nachlegen. Obwohl er natürlich ganz schick ist, so. Aber nicht so ganz, was ich mir vorgestellt habe. Stückchen vor wieder. Aufmachen. So. Gucken, ob Kneifen alleine lang. Nö. Einzwicken kann man das natürlich auch nicht. Wenn ich jetzt zu weit umschließe. Oh, ihr seht schon, Schnäuzchen macht Abtaucher. Na, oh, gut, dann. Zieh denn mit. Oh, gut aus. So, ich lasse mal gucken. Oh, so. Das war dann die Kurzphase. Na, noch ein. Und dann haben wir alles, aber das waren die spektakulärsten. Also, wenn ihr sowas machen wollt, ganz sachte, ganz langsam, ganz vorsichtig und Ohren steif halten.